Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Wieder mit dabei der Mulle. Hallo. So, wir machen uns heute an etwas ganz Spezielles ran. Und zwar muss ich dafür erstmal ein bestimmtes Buch rausholen. Und zwar wo... Alter, habe ich... Ich hatte gerade Derbelex, als ich da rumgeflogen bin. Woran kann das nur liegen? So, der gute Baum. Was ist denn das? Was ist was? Oh, hier war eine... Hä? Hier war... Das wusste ich auch noch nicht. Was denn? Hier oben war bei unserem... hier für die Blumen zu machen von Botania. War vorher im Grasbock, war ein Blütenblatt platziert. Okay. Das wusste ich auch noch nicht. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Ach, da ist die Lexika Botania. Gut zu wissen. Und zwar wollen wir uns heute an etwas Neues ranwagen. Und zwar... Hier, Generating Flora. Mana sollten wir jetzt erstmal ein bisschen genug haben, oder? Hoffe ich doch mal, aber ich glaube, es wird nicht allzu lange halten mit Terra-Stil. Genau so hast du es angesprochen. Wir machen heute Terra-Stil. Gehen wir mal hier auf Terra-Stil drauf. Terra-Stil ist so complex, magical ally, infused of bla 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 bla. So, kurz zusammengefasst. Terra-Stil ist das zweitstärkste Metall von Botania, hoffe ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt in der neuen Version noch was dazugekommen ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass es so war. Mana-Stil, Terra-Stil und dann Elementium. So. Wie machen wir Terra-Stil? Wir brauchen hier zuerst eine Terrestrial Agglomeration Plate. So, sprich das mal dreimal schnell hintereinander aus. Nee, lass mal. Ja. Ich schalte schon an einmal. So, dafür brauchen wir erstmal drei Lapis-Blöcke. Easy. Ein Block of Mana-Stil. Auch kein Problem. Eine Rune of Fire, Rune of Air, Rune of Mana, Rune of Earth, Rune of Water. Warte, wir brauchen nur noch die Rune of Mana und das... Wir haben schon fast alle Runen. Ich bin gerade echt ehrlich überrascht. Bist du doch nett. Ja, das ist echt nicht schlecht. So, drei davon. Und dann das Eisen. Da machen wir für den Block of Mana-Stil. Hoffe ich mal, dass das geht, einfach einen Iron Block da reinzuwerfen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das geht. Na, sollte aber eigentlich. Jo, geht. Block of Mana-Stil. So, und das war jetzt für eine Rune of Mana. Water, das Mana ist da. Das war 5 Mana-Stil und eine Mana-Perle. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir nochmal direkt ein bisschen mehr. Dann machen wir direkt mal 10. Und. Hatte ich das gerade schon? Doch, das hatte ich gerade. Ja, egal. Bei mir lief gerade zweimal hintereinander die gleiche Musik, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Okay. So, waren das jetzt auf... Nee, nicht Rune of Lust. Ja, das waren 5. So, noch eine Mana-Perle. Davon mache ich direkt auch mal ein paar mehr. Und ein paar Mana-Diamanten mache ich auch direkt mal. Das werden wir alles brauchen. So, das schmeißen wir dann einmal alles hier rein. Machen wir den Expressway. Flop. So. Dann einmal so. Na. Ich stelle das mal wieder hin. Function Mode activated und Flop. So, was haben wir denn noch an Living Rock zur Verfügung? 21, das reicht auf jeden Fall schon mal. Ah, stimmt, hat der Streetdigger noch ein bisschen was gemacht. Danke nochmal. So, das können wir dann schon mal so weit aufbauen. Und zwar, wenn wir dann mal in die Lexika Botania reinschauen, diese Platte einfach, die brauchen wir ja zum einen, um das Terra-Stil herzustellen, aber wir brauchen dann auch noch diesen Aufbau, halt 5 von dem Living Rock, 4 Lapisblöcke und diese Platte. Darauf wird dann eine Mana-Perle, Mana-Steel Diamond und ein Mana-Diamond geworfen und nach einer Zeit haben wir einen Terra-Steel-Lingot.
Jetzt haben wir aber erstmal hier drüben schon die Rune of Mana fertig. Und so, jetzt machen wir ganz schnell aus, bevor hier noch alles leergesoffelt wird. So, dann machen wir mal diese Platte fertig. Drei Lapisblöcke, ein Block auf Mana-Stil. Die Rune of Mana, Fire, Water, Air und Earth. So, natürlich falsch angeordnet. Da haben wir die Terrestrial Acclimation Plate. Und erstmal den Modern Forest wegwerfen, statt nach vorne zu fliegen, so muss das. So, die legen wir jetzt hier oben hin. Aber es gibt jetzt noch ein Problem. Und zwar die Mana-Speeder. Die Terrestrial Plate braucht ja auch einen Mana zur, damit die arbeitet. So. Die Mana-Speeder sind dafür nicht schnell genug. Also bis dahin würden die Items despawnen. Deswegen müssen wir zwei Sparks machen. Sind nicht wirklich schwierig, gehen über Blaze Powder, Mana Petals und ein Gold Nugget. So, Gold Nuggets würde ich mal behaupten, die Gold Orb. Haben wir genug? Ja, weil die Gold Orb Berries funktionieren glücklicherweise auch. Und hier liegen Saplings rum und Glas. Ja, eventuell bin ich mein Inventar nicht ganz legitim am Ausmisten. Ja, super. Ja. So langsam nähern wir uns aber auch schon den, dem Late Game von Botania. Das heißt, wir haben nicht mehr so wirklich viel zu tun. Und müssen auf jeden Fall mal schauen, was wir nach Botania noch machen. Aber ich schätze mal, es wird dann erstmal in Richtung Witchery gehen. Vielleicht fängt man das heute auch schon mal ein bisschen an. Weil Elementium, das dauert auf jeden Fall. Da müssen wir uns, wenn wir aufs Game mal einige Mana Pools machen, damit wir auch Terrasil herstellen können. Und ich schätze mal, du willst gleich auf jeden Fall dabei sein, wenn das erste Terrasil hergestellt wird, oder? Ja, doch. Hat nämlich schon einen relativ coolen Effekt, finde ich. Also, Design. Also, ja, du weißt, wie ich das meine. Hm. Das coole Schwert, war das das Terrasil oder war das schon das Fortgeschrittene? Nee, das war das Terrasil. Okay. Cool, ich mache dann oben schon mal die beiden Sparks fertig. So, sind wir 7 Minuten, das ist alles easy. So, ich will hoffen, dass Trivolo jetzt mir nicht zuschaut, weil ich habe nämlich bin ja momentan auch noch bei dem auf dem Server ein bisschen was am Zocken und habe dann nur mit Botania gearbeitet. Und ich habe da, glaube ich, so ein bisschen derbe übertrieben mit diesen Wasserblumen. Der Server ist teilweise, wenn du die Gegend von meinem Haus gehst, durch die Wasserblumen, durch die dauerhaften Chunk-Updates so derb am Längen. Ich glaube, der hat das zum Glück immer noch nicht mitbekommen. Und natürlich geht es nicht mit den Gold Orbs, die müssen wir natürlich echt ernsthaft noch warten. Weißt du, was ich da jetzt mal mache? Was? Ich nehme jetzt mal so einen ordentlichen Haufen von den Gold Orbs mit und schmeiße sie mal hier in die Truhe, damit die durchgebraten werden. Oh, ich würde sagen, auch rein. Ja. So, drei Gold Nuggets, das reicht auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, du kannst dich dann jetzt auch schon langsam mal nach oben bewegen. Ja, Sekunde, ich suche gerade unsere Dias, wo waren die Kackdinger nochmal? Unter den Barren. Was sind die Barren? Quasi, wenn du auf die Truhen drauf schaust, müsste das die untere rechte Truhe sein mit den Dias. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das soweit jetzt reicht. Und zwar, eine Spark dahin und eine hierhin. Haben die eine Verbindung? Natürlich nicht. Ach, hier war noch mal das Ziel. Dann machen wir das jetzt mal anders. Hab die Festplatte übrigens fast fertig. Sehr schön. Dann machen wir das jetzt doch anders. Erstmal hier, die Spar kannst du ganz einfach mit Shift-Rechtsklick kannst du die wieder entfernen. Und dann machen wir es einmal so. Hier dieses Mana-Tablet lassen wir dann einmal komplett auffüllen. Ziehen einmal das Mana da raus. Kann jetzt einen kurzen Moment dauern. Wer mal wer will, kann auf die Toilette gehen. Ich glaube aber, so lange wird es nicht dauern. Darf ich nochmal zeigen, mir nochmal so hier so ein Schoko-Ei in den Drachen zu schmeißen? Ja, auch.
Du hast ja nichts von der Blauschokolade mitgebracht, die du vom, keine Ahnung, von dir oder was das war. Was für Schokolade? Du hattest damals hier Schokolade bekommen von einem Restposten. Hattest irgendwie so 3 Kilogramm oder sowas, oder 3 Tonnen. Davon weiß ich aber nichts. Ja, davon hast du aber erzählt. Ich habe doch irgendwie so 3 Tafeln Blockschokolade hier, hast du ja groß angegeben. Ach so, nein, das hat Flo erzählt, das war eine etwas andere Geschichte. Ach so. Okay, dann müssen wir dann hier noch einen Mana-Pool hinmachen. Wie viele Folgen willst du heute ungefähr machen? Ja, ich würde sagen, dann noch eine. Lass mal vielleicht noch 2 machen. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall ein bisschen Vorrat haben für Barcelona. Ja, das ist halt wirklich nicht passt. Ja, ich schätze mal, wir werden jetzt noch diese Folge auf jeden Fall machen. Danach noch eine Folge. Sind wir bei 40 Minuten. Also wir sind jetzt 11 Minuten dran. Jo. Wenn der Flo noch nicht da ist, können wir vielleicht noch eine Folge machen, oder? Ja. Ah, so Silikonpresse da. Das mit den ganzen Pressen ist schon ein bisschen nervig. Ja, dezent. So. Also, dann kannst du jetzt einmal nach oben kommen. Ja, Sekunde. Und zwar haben wir jetzt hier einen halben Mana-Pool voll. Und die beiden Sparks sind miteinander verbunden. So. Ganz wichtig jetzt bei der Terrasil-Herstellung. Wir brauchen für Terrasil brauchen wir einen Mana-Diamanten, eine Mana-Perle und einen Mana-Steel-Ingot. Wichtig ist, wenn die 3 Items auf der Platte liegen, sofort weg, dass ihr die nicht aufsammelt. Fuck. Weil wenn ihr das aufsammelt, während der Prozess noch am Arbeiten ist, ist das Mana futsch. Klingt nicht so lustig. Gut, bis da. Hey, warum hast du die Plattform denn nicht in den Boden eingelassen? Ah, ich will jetzt noch was sehen. So. Da sieht man jetzt, dass man da kommt an. Und es gibt einen lustigen Effekt. Eine lustige Animation. Jo. Also ich habe das Ganze mal wirklich auf dem Server von Trivolo mal versucht mit hier Mana-Speedern. Das war eine Katastrophe. Mir ist eine Mana-Perle, Mana-Diamant und Mana-Stil einfach verschwunden, weil es zu lange gedauert hat. Okay, ja gut. Die Mana-Speeder, die sind ja auch echt wirklich langsam. Ja, und wir haben das erste Terra-Stil. Und so wie ich dich kenne, willst du sofort das Awesome-Schwert haben, ne? Ja. Dachte ich mir. Hast du es eigentlich sogar auf Anhieb geschafft, richtige Items zu verwenden? Ja, klar. Respekt. Ich mich da so an das letzte Mal erinnere. Aber ey, das war was anderes. Gut, auf jeden Fall machen wir dann für dich mal direkt auf Awesome-Schwert. Für mich machen wir vielleicht dann auch noch eins. Dann ist mir am besten aber so ein Mana-Ring. Ich denke mal, damit geht das am besten. Ja, ja, den müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ja, weil mit den Tablets ist das nicht so elegant. Nee, nee. Finde ich auch recht cool, dass du da einfach wirklich einfach anziehen kannst. Ja. Also das ist echt eine coole Lösung durch Bobbles oder wie der Maus heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob das durch Bobbles ist oder einfach durch Botania. Keine Ahnung. So, halber Mana-Pool. Dann heißt es wieder Mana-Diamant, Perle und Stil und zurück. Theoretisch gesehen könnte man sogar damit schauen, dass wir nochmal wenn wir genug Mana haben, einen Terra-Shatter war machen. Das war die Pickaxe. Das fragt sich nur noch, inwiefern sich das lohnt. Was kann die denn so für coolen Kram? Weil mit dem Gaskonstruktor kriegt man ja schon ziemlich coole Spitzaxe. Ja. Ungefähr das, genau, das kriegt man gut damit hin. Gut, also den Terra Shatterer kannst du leveln. Bloß das Geile ist, das geht von Rang D bis Rang SS. Auf jeden Fall, auch nur auf Rang SS kannst du damit irgendwie so einen Berg in 5 Minuten wegkloppen. Das klingt cool. Ja, haut er dann direkt mehrere Blöcke auf einmal ab, oder wie ist das? Ja, so ungefähr. So, die Terra Blade ist fertig. Was ist das Besondere an der Terra Blade?
hat sie mit Tech Damage, geht. 2300 Durability, das ist mehr als ein Diamond Sword. Und zwar irgendwie anderthalb so viel. Aber es hat noch einen geilen Effekt. Wenn man dann halt schwingt, kommt man für sonst Strahl. Das war nicht gerade selten. Ja. Und wenn man so ein bisschen Mana dabei hat, repariert sich das instant. Das ist auf jeden Fall relativ geil. So. Achso, kann man theoretisch auch ohne Mana die Strähle abschießen, dann geht das in die Haltbarkeit, oder wie? Genau. Achso, okay. Haben wir Glowstone? Glowstone müssten wir auch was haben. Ja, hier 33. Reicht vollkommen. In der Diatruhe. Und dann hier deine Terrorblade. Yay, dankeschön. Gut, für mich mache ich dann auch noch direkt eine. Ich will hoffen, dass das jetzt noch an Mana reicht. Aber es sollte eigentlich. Also sagen wir einfach alles. Welche Diatruhe? In der Truhe, wo die Dias dann sind. Ach so. Ich habe hier gerade eine Diamant. Ja, ich habe hier auch ein bisschen mit ausgedrückt. So, nehmen wir das mal auf. Das reicht gerade eindeutig noch nicht. Ist hier noch was in Mana drin? Nein. Ah, hier ist aber noch genug Mana drin. Gut, dann warten wir mal. Ja, oder so ähnlich. Alter. So, dann warten wir mal kurz einen Moment. Währenddessen nehme ich mir nochmal einen Schluck. Tu das. Ah. Ein gesundes Produkt der Coca-Cola Corporation. Null Zucker, echter Geschmack. Schutzmarke Coca-Cola Zero. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das wirklich eine Schutzmarke ist. Vom Zucker mal komplett abgesehen. Aber kann man sich mal gönnen. Hast du dafür bezahlt? Ich rate schön wär's, oder? Wovon träumst du nachts? Jetzt im Ernst? Ja, wir kennen Schiss. Quarzglas. Warten wir, bis sich das Mana-Tablet wieder entleert hat. Klingt auch wieder irgendwie falsch. Erinnere mich auch irgendwie wieder direkt an den Spruch vom Preis. Hallo, ich bin der Osterhase, willst du mir meine Ostereier suchen? Ich weiß nicht, ob der... So, Festplatte fertig. Nice. Gut, dann mache ich direkt mal meine Tablet voll. Ich bin mir auch gerade echt nicht sicher, ob der Preis sich sicher war, was mir es ausgedrückt hatte, oder ob da einfach nur Rain of Cover. Oh, da weiß ich schon, was er sagt. Oder so ähnlich. So, dann packe ich jetzt mal ein paar Sachen ins ME-System. Ja, mach das. Tu schon mal so ein paar Barren oder sowas rein. Das ist eine 16K, ne? Ja. Ja. Du kannst halt 63 verschiedene Item-Typen dann speichern, aber... Ja, gut, was. Kann man auf der 1K auch. Nice Terra-Stil. Ja, bloß du hast auf der 1K hast du, Moment, ich will mal kurz gucken, wie... Ja, man kann 1024 von einem Typ. Ja, ja. Also, und auf der 16K hast du halt die... hast du 16.384 Bytes frei. Das ist schon ein eindeutiger Unterschied. Ja. Gibt es noch diese Wireless-Access-Dinger? Müsste. War nämlich cool. Müssen wir jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir das ME-System ein bisschen ausbauen. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das Mana-Stil macht, das Terra-Stil machen wir jetzt noch fertig. Und dann geht es wahrscheinlich in der nächsten Folge mal mit dem Anfang von Witchery los. Weil ich wüsste jetzt echt nicht so wirklich, was man noch machen soll, gerade bei Botania. Schauen wir einfach mal, dass wir so ein bisschen Mana auf Vorrat machen. So, Terrorblade ist fertig. Mein neues Schwert. Gut, dann tue ich mal das Zeug hier gerade hin. So. So, das wird jedes Mal wieder 30 Mal gesucht haben. Gut. Würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Direwolves 20. Bis dahin, tschüss. Tschüss.